12. Spieltag in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Willkommen zur Pressekonferenz. Die Telekom Baskets Bonn gewinnen mit 89-66 gegen die Fraport Skyliners. Die offizielle Zuschauerzahl ist 6.000. Der Telekom Dom war damit zum dritten Mal in Folge ausverkauft. Ich begrüße nun zu meiner Linken Gerd Hamming, Headcoach der Fraport Skyliners, und zu meiner Rechten Baskets-Headcoach Thomas Isalo. Wir beginnen mit dem Gast. Coach, your statement. My statement? Dein Statement, bitte. In Englisch, yeah? Oder Deutsch? Ja, ich kann Deutsch, aber können alle Deutsch hier? Nee, ne? Ich denke, alle können Deutsch. Alle können Deutsch. Ja? Okay, gut. Okay, dann machen wir es auf Deutsch. Kein Problem. Statement. Also, ich denke, wir haben zweite Hälfte gekämpft, aber letztendlich kurz zusammengefasst keine Chance gehabt. Weil wir keine Chance gehabt haben, muss ich anfangen mit Coach und Telebaskets Bonn zu gratulieren mit dem gewonnenen Spiel. Ich denke, das ist nicht der Statement, die du willst auch wissen, warum wir nicht keine Chance gehabt haben, denke ich mal. Und erste Halbzeit war es erstmal physisch, konnten wir nicht mithalten, schon Probleme gehabt mit Ball inbauen und dann über die Hälfte zu kriegen. Und ja, dann haben wir auch als Lösung versucht, mit Dribblings das irgendwie zu klären. Das war dann nochmal ein Stück weiter von was wir eigentlich machen wollen. Und gut, das war alles negativ. Ja? Dann denke ich, dass wir zweite Hälfte viel besser gespielt haben. Ich denke nicht mehr, dass physisch wir dominiert worden sind wie in der ersten Hälfte. Dann haben wir mehr Probleme gehabt mit Fast Break vom Bonn zu stoppen. Ja, letztendlich, weil wir auch nah ans neue Jahr sind, wollen wir das positiv abschließen, denke ich mal, und sagen, dass wir mindestens die zweite Hälfte, also die letzten zwei Viertel gekämpft haben und alles versucht haben. Das ist was wir mitnehmen können ins neue Jahr und darauf weiterbauen. Wie gesagt, positiv enden. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Alex. Coach, ist Bonn für Sie ein Titelkandidat nach dieser Leistung heute und nachdem Sie ja auch noch die drei Spieler nicht am Start hatten? Wir haben 300 Spieler nicht am Start gehabt. Also, das ist schwierig zu vergleichen. Wir werden am 3. Januar auswärts spielen in Berlin. Dann wäre es einfacher für mich zu vergleichen. Aber wir haben schon zweimal gegen Bonn gespielt in Vorbereitungsspiel. Und dieses Spiel beide Male keine Chance gehabt. Beide Male, glaube ich, mit 20 oder 25 verloren. Wenn wir mit 25 verlieren, ist es schwierig einzuschätzen. Einfacher zu sagen, wenn wir mit drei verlieren und oben mitspielen, wer Titelkandidat ist. Aber von weit, also von 25 Punkten, fast 25 Punkte, Unterschied nach oben guckend, denke ich mal, dass man ein Titelkandidat ist. Gibt es weitere Fragen? Keine weiteren Fragen, dann machen wir weiter mit Baskets Head Coach Thomas Isalo. Thomas, dein Statement bitte. Ich kann das sagen, dass wir haben nicht die, we didn't save the best for last für dieses Jahr. Die letzten Tage waren sehr schwierig für unsere Vorbereitung. Zuerst die Nachricht von Jeremy und dann die Erkrankung von Michael Kessens und auch die Situation, dass leider unser Kooperationsspieler Jonas Falkenstein und Saba Bangala, die waren auch nicht fit für dieses Spiel, muss aber 10 Spieler haben im Kader und es war, sagen wir, nicht optimal. Und gleichzeitig waren wir sehr, sehr impressed mit dem Stil von Frankfurt in die letzten zwei Spiele gegen Ludwigsburg und Rostock. Die haben ganz klar zwei gute Mannschaften, zwei Playoff-Kandidaten dominiert mit einem sehr unkonventionellen Spielstil, mit vielen Aktionen, die keine andere Mannschaft in BBL läuft.
Und das mit ein, zwei Tag Vorbereitung macht es sehr schwer. Und ich denke, dass Frankfurt geht weiter oben mit dieser Stil, mit 5 Ballhandlers gleichzeitig an der Feld oder 4 oder 5. Und das ist sehr schwierig zu verteidigen. Und man hat das gemerkt, dass in der ersten Halbzeit haben wir sehr, sehr viele Fehler in Verteidigung gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit war es besser, aber beide Mannschaften waren sehr heiß von draußen mit den Dreiern. Und ich denke, ich war mehr zufrieden mit der zweiten Halbzeit, mit unserer Verteidigung, mit dem Activity, mit dem Rebounding und alles. Und ich bin auch ein bisschen anderer Meinung von unseren Fast Breaks, weil wir hatten sehr viele potenzielle Fast Break-Punkte, aber immer ein Turnover, Missed Layup, etwas. Und das war ein bisschen frustrierend von einer Coaching-Perspektive. Aber die Jungs, die kämpfen immer. Und wir haben diese Mentalität, dass der Next Man up. Und heute war es zum Beispiel Tyson Ward, Dean Williams, Zach Ensminger haben uns sehr, sehr viel gegeben in wichtigen Zeitpunkten. Und so spielt eine gute Mannschaft. Vielen Dank. Tyson Ward übrigens mit 29 Punkten, eine neue persönliche Bestleistung in der EasyQL Basketball-Bundesliga. Gibt es Fragen an Coach Isalo? Ich würde gerne wissen, wie du die Perspektive siehst, solange Morgan fehlt. Das ist noch nicht abschätzbar, wie lange das sein wird. Es gibt ja die Möglichkeit, mit dem Stamm jetzt weiterzuspielen, wie heute mit Spielern von Röndorf aufzufüllen oder zu überlegen, ob man noch einen Spieler dazu holt. Habt ihr da schon eine Grundsatzentscheidung getroffen? Alles, was über Jeremy Morgan, die Information ist alles in unserer Press-Release. So, ich habe nichts weiteres zu sagen, aber natürlich, er ist ein Top-3 MVP-Kandidat. In meiner Meinung war er vor letztes Spiel, vor dem Spiel, der TJ hat gegen Chemnitz geliefert, der wertvollste Spieler in der ganzen Liga. Und ich bin nicht allein mit meiner Meinung. Die Zahlen und Impact war unglaublich. Und jetzt fährt uns ein Spieler, der spielt 30 Minuten, der macht jeder Spieler, jeder Coach besser an seine eigene Mannschaft für hoffentlich nicht so lange Zeit, aber wir wissen noch nicht, wie wir weitergehen. Und gleichzeitig für jemanden wie Colin Malcolm und Mike Kessens zu kompensieren, das ist unmöglich. Es ist nicht möglich. Aber wir machen unser Bestes, die Jungs machen einen tollen Job mit dem Effort. Und es, wie gesagt, es ist eine sehr gute Chance für die Spieler, die vielleicht nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Aber es ist auch, es macht auch unser Training schwierig, weil es ist nicht nur weniger Leute da, weniger Energie, sondern auch weniger Qualität und weniger Flexibilität. Und das ist, was wir suchen jede Saison, dass wir während der Saison weiterentwickeln, weil das ist die Hauptsache, weil niemand interessiert sich, wer ist die Beste. Ich finde überhaupt diese Frage über, wer ist die beste deutsche Mannschaft momentan, ja, who cares? Es gibt keine Trophies in Dezember. Wir arbeiten so, dass wir sind die beste Version von uns, hoffentlich im Mai, hoffentlich schaffen wir es zu den Playoffs und dann haben wir eine Chance mit so vielen gesunden Spielern wie möglich dann zu die großen Favoriten zu schlagen und das ist natürlich, hängt ab an kann an einer Verletzung alles verändern. So, aber wir machen die Sachen so gut wie möglich, die wir kontrollieren können. Und ja. Vielen Dank. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen? Dann bedanke ich mich und beende die Pressekonferenz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke auch, Coach. Und einen guten Rutsch. Genau. Wunsch du auch. Ja, danke. Happy New Year. Yes. And get healthy. Absolutely. I would love for you to say the same to me. Happy New Year and get healthy. There you go.